will mal kurz darstellen, wie die rechtliche Problematik ist und habe mir 11 Fragen überlegt, auf die ich versuchen werde, Antworten zu geben. Die erste Frage lautet, was ist überhaupt ein Whistleblower? Ein Whistleblower ist nirgendwo definiert, aber nach unserem Verständnis ist es ein Insider, ein Organisationsangehöriger, typischerweise ein Mitarbeiter, der einen Hinweis auf einen Missstand gibt, damit dieser Missstand bekämpft oder derjenige, der dafür verantwortlich ist, zur Verantwortung gezogen wird. Und er will halt dieses erreichen und kann das selbst nicht erreichen, wendet sich also an einen Dritten. Da kann man unterscheiden zwischen dem internen Whistleblowing, also dem Hinweis innerhalb der Organisation, also der Beschäftigte wendet sich an seinen Vorgesetzten, an den Arbeitgeber, zwischen Hinweisen an öffentlichen Stellen, zuständige öffentlichen Stellen, Staatsanwaltschaften zum Beispiel, Polizei, Ordnungsbehörden und zwischen externen, an die Öffentlichkeit oder an NGOs, Gewerkschaften, Medien. Weiterhin kann man unterscheiden danach, ob sich der Whistleblower zu dieser Meldung offen bekennt, seine Identität offenlegt, zwischen offenem Whistleblowing, vertraulichem Whistleblowing, wobei also einer in der Mitte sozusagen weiß, wer der Whistleblower ist oder der Adressat das weiß, aber es nicht öffentlich bekannt ist, und anonymen Whistleblowing oder zumindest den Versuch davon. Also der Versuch, die eigene Identität überhaupt nicht offen zu legen, aber da muss man sich sehr genau angucken, wie das möglich ist. Und da geht es nicht nur um die technische Problematik, wie kann ich die Information technisch übermitteln, was natürlich in Zeiten von Vorratsdatenspeicherung und NSA-Überwachung schon schwierig genug ist oder vielleicht sogar unmöglich, sondern auch darum, dass der Whistleblower immer eine Nachricht, eine Information übertragen muss und dass diese Information in ganz vielen Fällen auch auf ihn zurückweist oder zumindest auf einen kleinen Kreis von potenziellen Whistleblowern. Das nächste entscheidende Kriterium ist der Missstand. Um was für Missstände kann es sich dabei handeln? Man kann im Wesentlichen erstmal sich darauf basieren, dass es um Rechtsverletzungen geht oder um Bedrohung von wichtigen Rechtsgütern, zum Beispiel Leben, Gesundheit und Grüne haben ja im Entwurf noch was von Haushaltsordnung, man kann auch an Rechtspflege. Schwieriger wird das Ganze, wenn es nicht mehr um Rechtsnormen geht, sondern um ethisch-moralische Normen, weil da einfach nirgendwo nachgelesen werden kann, sozusagen, wie genau die Norm beschaffen ist. Und da nochmal eine andere Art von Konsens herbeigeführt werden muss, ist das legitim oder ist es das nicht. Soweit zum Thema, was ist ein Whistleblower? Nächste Frage, warum ist Whistleblower wichtig? Ich denke, man kann zwei Komponenten unterscheiden. Zunächst mal für das Individuum. Whistleblower, das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, ist eine Form von Meinungsfreiheit. Also im Prinzip sollte erstmal jeder das Recht haben, Whistleblowing zu machen, seine Meinung zu äußern. Der Arbeitgeber hat das Recht, seine Mitarbeiter anzuzeigen. Warum sollte das nicht umgekehrt auch der Fall sein? Und es geht ja auch darum, dass es typischerweise für jemanden belastend ist, wenn er eine Situation als Missstand empfindet und was dagegen tun möchte. Dass also es auch so eine Art Entlastungsmoment ist für den Einzelnen, das, was ihm auf den Nägeln brennt, loswerden zu können. Whistleblowing ist aber nicht nur für den Einzelnen nützlich, es ist auch für die Organisation, die in der stattfindet, nützlich, oder sollte es zumindest sein. Dabei geht es darum, dass dieser Missstand ja auch für die Organisation negativ ist. Und sei es, dass es irgendwann mal aufgedeckt wird und dann zu einer Rufschädigung führt. Wir haben gerade gelbe Engel, die da ein ernsthaftes Problem mit haben. Und da sieht man dran, dass es auch die Engel erwischen kann. Siemens ist ein anderes Beispiel. Insoweit ist es eigentlich für eine Organisation auch wichtig, Whistleblowing, also den Zugang zu Informationen, als Frühwarnsystem zu nutzen. Gerade auch, wenn man sich überlegt, dass in Berichtsebenen, in denen typischerweise Informationen fließen, immer weil Informationen auch immer gefiltert fließen. Das heißt, jemand wird nach oben nur das berichten, was ihm selbst nicht unbedingt abträglich ist. Es ist weiter nützlich, Whistleblowing für uns alle, für Staat und Gesellschaft, weil es schlicht und einfach darum geht, unseren Rechtsstaat zu sichern. Es geht darum, dass Rechtsverstöße aufgedeckt werden, dass Täter zur Verantwortung gezogen werden. Und auch hier gibt es das Element der Früherkennung. Stichwort größter Unfall in Deutschland, Eschede, diese Radreifengeschichte, da gab es vorher auch Menschen, die das gemerkt haben, dass da was vor sein könnte mit den Radreifen, denen aber nicht genügend Gehör geschenkt wurde. Und es passierte dann erst hinterher was, nachdem was passiert war.
dem das Kind im Brunnen gefunden ist. Demokratie hatten Sie angesprochen. Demokratie heißt, der Souverän kann Entscheidungen treffen. Das kann er aber nur dann, wenn er informiert ist. Und diese Informationen werden halt teilweise auch zurückgehalten. Wichtige Informationen, das war ja auch Snowdens Hauptargument, es ist eine wichtige Information zu wissen, was tut der Geheimdienst. Und nur dann, wenn der Bürger diese Information hat, kann er darüber urteilen, ob er das tun soll oder nicht tun soll. Demokratie kann also erst dann stattfinden, wenn Informationen da sind. Und auch die Medien profitieren ja schon seit langem von Whistleblowern, weil viele der Informationen einfach durch die Insiderleben gestellt werden. Auch wenn das früher die Whistleblower ist. Insgesamt kann man aber beobachten, dass Whistleblower viel zu selten stattfindet. Und wenn man sich fragt, warum das der Fall ist, finden sich drei Ursachen, Bereiche sozusagen. Das eine sind psychologische Ursachen. Da geht es darum, dass niemand gerne aus der Reihe, den Kopf aus der Reihe hebt, seine Rolle verlässt, andere angreift, Kritik übt. Das ist immer auch ein Akt, das nennt sich pluralistische Ignoranz in der Psychologie, dass man immer auch auf die anderen guckt und solange keiner anfängt, fängt dann halt auch keiner an. Man will nicht der Erste sein. Und dann wird Loyalität halt von vielen auch verstanden als Loyalität gegenüber jemandem. Also für den lege ich meine Hand ins Feuer und gehe mit ihm durch dick und dünn Pferde stehlen. Es geht ja eigentlich nicht so sehr um, es sollte nicht so sehr um Loyalität gegenüber Personen gehen, sondern vor allem um Loyalität gegenüber Werten. Also zum Beispiel den Grundgesetz und den darin enthaltenen. Der zweite Grund in den psychologischen Ursachen, warum Whistleblowing nicht stattfindet, ist der Gedanke, es ändert sich ja eh nichts. Der Whistleblower will eine Veränderung, sei es, dass jemand zur Rechenschaft gezogen wird, sei es, dass ein Lichtschrank abgestellt wird. Und er wird nur dann zum Whistleblower werden, wenn er eine Chance sieht, diese Veränderung erreichen zu können. Das heißt, jedes System, das sich mit Whistleblowing beschäftigt, muss auch transparent sein, muss auch darstellen, da ist diese Chance gegeben, da sind Erfolge. Es bringt nichts, alles im Anonymen irgendwie zu regeln und keiner weiß, dass es funktioniert, sondern es muss auch gezeigt werden, dass es funktioniert. Und jeder Whistleblower, der Repressalien erleidet, das ist aber beim dritten Hinderungsgrund, Repressalien, und wo keine Änderung stattfindet, ist auch eine Entmutigung für andere. Wobei Whistleblowing als solches, um Assange zu zitieren, courage is contagious, ansteckend auch sein kann. Also der mutige Akt auch andere wiederum zur Nachahmung animieren kann. Aber umso wichtiger ist es für die kein Whistleblowing wollen natürlich. Und das sagt auch Milgram als ein Resümee seines Experiments, dass es darum geht, sichtbar Whistleblower abzustrafen, damit die Organisationen weiter so arbeiten können, wie sie gerne arbeiten möchten. Das heißt, was wir brauchen, wenn wir Whistleblowing fördern wollen, ist letztlich ein Kulturwandel. Es muss an allen drei Faktoren angesetzt werden, nicht nur an einen. Und es geht vor allen Dingen darum, eine bessere Alternative zum Schweigen zu schaffen. Das heißt, wir wollen, dass Dinge angesprochen werden, dass sich jemand anschauen kann, ist da was dran, ist da nichts dran, welche Folgerungen müssen daraus gezogen werden, diese Folgerungen dann noch umgesetzt werden und nicht, dass die Information schon ganz vorne stecken bleibt, weil sich niemand traut, sie zu äußern. Vierte Frage, was ist die Rolle des Rechts? Nach meinem Verständnis geht es beim Recht vor allem um Ermächtigung der Ohnmächtigen. Wer Macht hat, braucht kein Recht, der kann es mit Gewalt sich durchsetzen, sondern es geht darum, die Schwachen zu sichern. Und das ist auch der Punkt beim Whistleblowing, dass es meistens ja diejenigen sind, die selber nicht in der Lage sind, diesen Missstand abzustellen, die unter anderem leiden, die dann Hilfe suchen und diese Hilfe sollte eigentlich ein Rechtsstaat gewähren. Es geht auch um Sicherung der Ausübung von Grundfreiheiten, es geht auch um die Wahrung der öffentlichen Interessen, es geht auch um die Sicherung des eigenen Geltungsanspruchs des Rechts. Jedes Mal, wenn Recht verletzt wird, oder ignoriert wird oder nicht angesprochen wird, dass Recht verletzt wird, ist das auch eine Schwächung des Rechtsstaats insgesamt. Fünfte Frage. Wie geht es denn in Deutschland das Recht mit Whistleblowern um? Bis jetzt ist es so, dass ein Whistleblower strafrechtlich verfolgt werden kann, sei es als Verrat von Privat- oder von Staatsgeheimnissen, wegen übler Nachrede, wobei wir da im Prinzip sogar eine Umkehrung der Beweislast haben im Strafrecht. Also der Wahrheitsbeweis muss von demjenigen erbracht werden, der eine Behauptung aufstellt. Es gibt zivilrechtliche Haftung,
wenn Schäden dadurch entstehen, jedenfalls bei bei Vorsatz und bei Leichtfertigkeit. Es gibt urheberrechtliche Inanspruchnahme, das haben wir jetzt gerade erlebt, auch durch das Bundesministerium des Innern. Es gibt disziplinarrechtliche Sanktionen, es gibt arbeitsrechtliche Sanktionen. Und neben all diesen offiziellen Sanktionen gibt es auch noch inoffizielle, also Mobbing, Ausgrenzen und all das, was damit zusammenhängt. Fazit, es gibt keinen Schutz für Whistleblower, sondern eher Sanktionen. Ich will jetzt noch mal kurz auf das Arbeitsrecht eingehen, weil ja auch von den Gesetzentwürfen die Rede war. Im Arbeitsrecht ist es eine sehr komplexe Gemengelage im Moment. Das heißt, es gibt teilweise Hinweispflichten, also man kann arbeitsrechtlich dafür sanktioniert werden, dass man einen Hinweis nicht gibt. Es gibt typischerweise die Möglichkeit, sich an den Arbeitgeber zu wenden, teilweise aber nur auf dem Dienstweg, der zu beachten ist, insbesondere im öffentlichen Dienst. Es gibt teilweise das Recht auf Hinweis an Betriebsrat, wo es denn einen gibt. Und da allerdings nach der Rechtsprechung auch nur bei eigener Betroffenheit, also wenn es um eigene Rechte geht, werden wir wohl ja auch und vor allen Dingen da eingreifen, wo es um Rechte Dritter geht, die sich nicht wehren können und wo dann auch kein eigenes Klagerecht gegeben ist, wie das ja auch eben in meinem Fall nochmal thematisiert wurde. Was es nicht gibt und ganz klar nicht gibt, ist das Recht, an die Öffentlichkeit zu gehen. Also wer als Whistleblower an die Öffentlichkeit geht, zumindest wenn er das direkt tut, der verstößt regelmäßig gegen seine arbeitsrechtlichen Pflichten. Es kann als Ultima Ratio gewährleistet sein, es gab einen deutschen Fall in den 60er Jahren, den Fall Page, wo das Bundesverfassungsgericht und der Bundesgerichtshof gesagt hat, als Ultima Ratio kann eine Information der Öffentlichkeit gegeben sein, eine Möglichkeit, aber die Hürden dafür sind so hoch, dass sie eigentlich niemanden nennen kann, weil irgendeinem Richter wird immer noch jemand einfallen, den man hätte auch noch informieren können. Das ist auch Esther Weiler und ihrer Kollegin in der Schweiz so gegangen, die vom Bundesgericht in der Schweiz verurteilt wurden, auch wegen Geheimnisverrat, weil sie eben die und die Ebene dann nicht auch noch informiert hat. Aber das Hauptproblem, das ich mich jetzt widmen möchte, ist eigentlich das Problem, Hinweise an Behörden geben zu dürfen. Da sollte man doch eigentlich meinen, ja, wenn wir einen Rechtsstaat haben, dann muss es doch auch möglich sein, dass ich mich an die zuständigen Behörden wende und sie auf Verletzungen von Rechtsnormen hinweise. Ja, leider Gottes weit gefehlt. Wir haben zwar ein Petitionsrecht in der Verfassung, wir haben auch ein Grundrecht auf Meinungsfreiheit in der Verfassung. Das Bundesverfassungsgericht hat 2001 schon aus dem Rechtsstaatsprinzip gefolgt, dass es im Regelfall zulässig sein muss, eine Strafanzeige zu erstatten, solange es nicht leichtfertig passiert. Aber dann kam 2003 und 2006 das Bundesarbeitsgericht und hat gesagt, im Unbedingtfall, da steht doch das Wort Regelfall. Und Regelfall heißt, dass die nach Lesart des Bundesarbeitsgerichts, das ist, wie der Maler sagte, Artikel 5 ist nicht anwendbar, weil es anonym passieren wird. Regelfall heißt nach Anwendung des Bundesarbeitsgerichts, es darf sich nicht als unverhältnismäßige Reaktion darstellen. Das Rücksichtnahmegebot 241 Absatz 2 BGB geht vor, das heißt, man muss erstmal die Interessen des Arbeitgebers wahren. Und das heißt, dass eine direkte Anzeige regelmäßig nicht zulässig ist, sondern man zuerst den Arbeitgeber informieren muss, dann gibt es Ausnahmen, die aber so unklar formuliert sind, dass man sich da auch nicht drauf verlassen kann, also zum Beispiel bei schweren Straftaten, wobei nicht klar ist, was denn als schwer und was als weniger schwer Straftaten ist. Eine gewisse Korrektur fand ja 2011 durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Fall Heinig statt, aber auch der hat keine klaren Maßstäbe gesetzt. Das war eine Abwägungsentscheidung im Einzelfall, ähnlich wie auch beim Bundesarbeitsgericht. Und bei diesen Abwägungen sind so viele Kriterien mit einbezogen worden, dass der Einzelne, der sich ja im Moment vor dem Gerichtsverfahren entscheiden muss, sage ich was, gehe ich das Risiko ein, und zwar nicht zu meinem eigenen Vorteil, sondern zum Vorteil der Gemeinschaft, oder halte ich lieber den Mund? Wenn man dem raten will, was ist eine sichere Art und Weise, dann kann man ihm eigentlich nur sagen, halt lieber den Mund. Also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat aber immerhin anerkannt, dass anders als das Bundesarbeitsgericht das gemacht hat, in dieser Abwägung auch öffentliche Interessen einzubeziehen sind. Also in dem Fall ging es um Pflegemissstände, dass die Rolle der Pflegenden als diejenigen, die am besten geeignet sind, solche Missstände aufzudecken, berücksichtigt wird und dass auch die alternde Gesellschaft
und die Bedeutung, die Hilflosigkeit der zu Pflegenden damit anspielt. Aber wie gesagt, es ist immer noch eine Abwägung und heutzutage in Deutschland sicherste Alternative Schweigen. Welche gesetzgeberischen Aktivitäten gibt es in Deutschland oder gab es in Deutschland, um das zu ändern? Ja, in der letzten, es gab was. Es gab von allen drei Oppositionsparteien der letzten Legislaturperiode, also von Linken, Grünen und SPD etwas. Die Linken haben es relativ einfach gemacht, haben unsere Forderungen abgeschrieben, mehr oder weniger, und einen Leitantrag formuliert, was der Bundesgesetzgeber berücksichtigen soll. Die Grünen haben einen Gesetzentwurf gemacht, basierend auf dem Paragraph 612a BGB, also 612a und b haben sie formuliert, haben aber im Wesentlichen nichts anderes gemacht, als diese Stufenfolge des Bundesarbeitsgerichts zu kodifizieren. Das dann ergänzt um eine Beweiserleichterung, was sicherlich ein wichtiger Punkt ist, ergänzt um eine Möglichkeit, Kopien machen zu dürfen und auch eine dritte Stufe Öffentlichkeit eingezogen, da allerdings mit der Formulierung, bei gegenwärtigen erheblichen Gefahren und überwiegenden öffentlichen Interessen. Also das ist auch, denke ich, schon eine ziemlich hohe Hürde, die da was die Grünen auch gesagt haben, ist, das soll und auch vorgeschlagen haben, konkret analoge Regelungen im Beamtenrecht, also privates und öffentliches Recht gleich. Die SPD hat letzteres nicht gemacht. Die SPD hat nur den privaten Sektor regeln wollen, also das private Arbeitsverhältnis, hat aber im Unterschied zu den Grünen ein eigenständiges Gesetz vorgelegt, also nicht im BGB das regeln wollen, was den Vorteil hatte, dass dadurch auch andere Dinge geregelt werden konnten. Zum Beispiel wurde dann auch eine Ordnungswidrigkeit postuliert, wenn man ein Whistleblower diskriminiert, es wurden umfassende eigenständige Anspruchsgrundlagen für Schadensersatz, Unterlassungsansprüche und so weiter und auch Leistungsverweigerungsrechte aufgenommen, Beweiserleichterung auch drin. Was wichtig ist bei der SPD, der große Vorteil des SPD-Entwurfs, also großer Nachteil des SPD-Entwurfs, nur privater Sektor, großer Vorteil des SPD-Entwurfs, ein Wahlrecht. Also es sollte die Möglichkeit geben, direkt auch öffentliche Stellen, zuständige öffentliche Stellen zu informieren. Auch bei der SPD ist die öffentliche Information, also die Information der Öffentlichkeit, nur als dritte Stufe gedacht, allerdings unter etwas leichteren Voraussetzungen als bei den Grünen, nicht wesentlich leichter. Wenn man sich den Fall Snowden anguckt und die SPD und Grünen Gesetzentwürfe darauf anlegen würde, würde Snowden nach meinem Verständnis in beiden Gesetzentwürfen durchfallen. Also wäre auch nach diesen beiden Gesetzentwürfen wahrscheinlich nicht geschützt. Da kann man unterschiedlicher Auffassung sein, aber die Vorschläge sind halt auch ein bisschen offen gehalten. Wir haben auch vom Whistleblower-Netzwerk aus 2011 schon einen eigenständigen Entwurf vorgelegt, wo wir ein eigenständiges Gesetz halt fordern. Da sind dann noch ein paar andere Dinge drin, also soll einerseits für beide Seiten gelten, also für privaten und öffentlichen Sektor. Wir haben darin gefordert, unter anderem auch eine Beweislastumkehr, und zwar nicht erst bei der Repressalie, wenn die eingesetzt hat, sondern schon bei der Leichtfertigkeitsvermutung, also im Fall Heinig, der beim BGNA landete, war das Problem, dass die deutschen Gerichte auch Leichtfertigkeit, man könnte sagen, leichtfertig unterstellt haben und sie quasi dazu weisen musste, dass sie nicht leichtfertig handelt. Und wir wollen ins Gesetz halt klar reinhaben, dass die andere, derjenige, der behauptet, dass der Whistleblower leichtfertig oder grob fahrlässig agiert, das dann auch gefälligst zu beweisen. Was wir auch vorgeschlagen haben, ist ein Whistleblower-Beauftragter, der halt auch als Ansprechpartner da ist und das Thema auch insgesamt voranbringen soll. Wir wollen eine Förderung von einem Kulturwandel und wir wollen einen Whistleblower-Fonds, der auch Gelder bereitstellt, um solche politischen Maßnahmen zu machen und vor allen Dingen auch, um Whistleblower zu entschädigen, die sonst durchs Rost fallen. Man muss sich nochmal überlegen, wenn man einen kleinen Fleischverarbeitenden Betrieb hat, da wird Gammelfleisch entdeckt oder der Whistleblower weiß, dass da Gammelfleisch verarbeitet wird. So, soll er das jetzt sagen oder nicht? Wenn er das sagt und arbeitsrechtlichen Schutz hat, ist das ganz prima, dass er arbeitsrechtlichen Schutz hat, der nützt ihn aber gar nichts, weil der Betrieb entweder von der Gewerbeaufsicht zugemacht wird oder mangelnden Kunden Konkurs machen. Das heißt, er ist derjenige, der nachher quasi den Schaden hat. Und da wollen wir halt eine Situation haben, die es auch im deutschen Recht schon gibt. Im Sozialgesetzbuch gibt es eine Regelung, auch in Nordrhein-Westfalen im Landesrecht, dass jemand, der Nothilfe übt, also wenn einer ertrinkt, ich springe da rein mit meinen Klamotten, die gehen dabei kaputt und ich hole jemanden aus dem Wasser, dann habe ich einen Entschädigungsanspruch gegen die öffentliche Hand.
weil ich ja letztlich im öffentlichen Interesse handle. Und dann muss das der Öffentlichkeit unserer Ansicht nach auch das wert sein. Aber alle schönen Gesetzesentwürfe sind eh nur Makulatur. Ja, ganz kurz. Weil Schwarz-Gelb ohnehin keine Änderung wollte. Die Große Koalition hat jetzt drinstehen im Koalitionsvertrag Informantenschutz im Arbeitsverhältnis. Beim Hinweisgeberschutz prüfen wir, ob die internationalen Vorgaben hinreichend umgesetzt sind. Dazu nur ganz kurz, internationale Vorgaben gibt es, aber sie sind nicht rechtsverbindlich, auch weil Deutschland die einschlägigen Verträge nicht ratifiziert hat. Das heißt, es wird darauf ankommen, ob diese Klausel im Koalitionsvertrag als politische Klausel zu interpretieren ist. Da sind wir weit unter den internationalen Standards, also da müsste was passieren. Oder ob sie Lesart CDU wahrscheinlich als rechtliche Klausel zu interpretieren, ist ja internationale Verpflichtung, aber doch keine, ist doch alles prima. Das heißt, wahrscheinlich wird sich auch in der großen Koalition nicht sonderlich viel tun, und sollte die SPD-Minister, die in den Feldern federführend sind, also Justiz, Verbraucherschutz, Soziales, Wirtschaft, alles SPD-Ministerien, mal daran erinnern, was sie vor der Wahl gesagt haben. Vielleicht hilft es ja. Und ansonsten gibt es nur eine Möglichkeit, die Zivilgesellschaft muss sich auch organisieren und diese Forderungen konkret einfordern und vielleicht auch mal selber dafür sorgen, wie wir als Zivilgesellschaft Schutz für Whistleblower organisieren können. Und zwar nicht nur für diejenigen, die durch alle Medien gejagt werden und getragen werden und nur solange sie durch die Medien getragen werden, sondern auch für die kleinen Fälle und für die weniger spektakulären Fälle, denn nur dann wird es gelingen, diesen Kulturwandel, den wir meines Erachtens nach brauchen, auch zu bewerkstelligen.